Hey, was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Swishy und Battlefield 2042 ist erst wenige Stunden draußen und schon hagelt es Kritik bis zum geht nicht mehr. Ist das Spiel denn wirklich schlecht oder ist das einfach Quatsch, die Leute übertreiben? Genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns im heutigen Video bei deinem Swishy. Lass jetzt erstelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Battlefield 2042 News mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Freunde, ich finde es schon wieder so traurig, dass man überhaupt so ein Video machen muss, aber die Leute drehen im Internet total durch, was ich eben für ein Bullshit schon alles gelesen habe und viele weitere Sachen, da muss man eben einfach mal aufklären, bevor wieder alle Leute was nachplappern. Erstmal vorweg, ich spiele Battlefield seit Battlefield 2 anfänglich und mit Bad Company 2 bzw. Bad Company 1 ging es langsam bei mir richtig los. Also habe ich doch einige Battlefield Releases mitgemacht und kann vor allen Dingen auch gut dazu was sagen. Viele dieser Stimmen, die Battlefield 2042 aktuell schlecht reden, stammen von keinen Battlefield-Veteranen. Vor allem, und das muss man sich mal reinziehen, sprechen wir hier über ein Spiel ohne Day-One-Patch. Ein Day-One-Patch ist Standard geworden im Jahr 2019 oder 18 schon oder vielleicht sogar noch früher und es wurde hier noch nichts verändert. Über so einen Zustand jetzt schon zu sprechen, finde ich zu früh. Der Release ist nicht wirklich gelungen vom neuen Battlefield, machen wir uns nichts vor, das muss man halt einfach so sagen. War das aber nun eine Überraschung, dass das passiert? Nein, absolut nicht. Selbst das legendäre Battlefield 4 hatte keinen guten Release. Alle sagen mal Battlefield 4, Battlefield 4, Battlefield 4, Best Battlefield. Genau wie Battlefield 2042 hatte damals auch Battlefield 4 keinen guten Release und steigerte sich mit der Zeit. Ist also alles so, wie es sein soll im neuen Battlefield und wir können das Video beenden und alles ist perfekt? Nein, auf keinen Fall. Es gibt auch auf jeden Fall Kritikpunkte, die braucht man sich einfach nicht schönreden, sondern die sind einfach Fakt. Die Grafik bzw. eher die Atmosphäre ist in meinen Augen ein großes Problem. Grafisch sieht hier alles ganz nett aus und stellenweise sogar richtig gut. Die Maps sehen allerdings einfach steril aus und sind realitätsfern. Zum Beispiel die Map Kaleidoscope sieht für mich nicht danach aus, als wäre es eine echte Stadt, sondern eher wie zum Beispiel so eine Paintball-Location, um dort einfach Krieg zu simulieren, wo man mal eben lustig Krieg spielen kann. Vielleicht hätte man, aber nun Vorschlag meinerseits, lieber statt auf 128 Spielern zu setzen, bei 64 Spielern bleiben sollen. Mit kleineren Maps, dafür aber detailverliebt wie in Battlefield 3 und 4. Ein weiterer Punkt, Waffenvielfalt. Das kann man jetzt gut oder schlecht reden, ich sehe das Ganze neutral, aber Fakt ist, 22 Waffen in Modern Warfare sind was mager. Aber hier muss man auch sagen, wenn die Vielfalt vielleicht was kleiner ausfällt, und das tut sie als sonst, wenn dafür das Balancing der Waffen gut ausfällt und alle Waffen spielbar sind, ist das deutlich mehr wert. Oft sind in Shootern zwar gefühlt 100 Waffen vorhanden, wobei aber davon dann 2 bis 3 Waffen die Meta treffen und jeder mit denselben Waffen rumläuft. Deshalb sehe ich das Ganze hier nicht als unbedingt negativ an, wenn alle 22 Waffen funktionieren. Was bringen 400 Waffen, wenn man eh nur am Ende des Tages 2 spielt, weil sie halt eben in die Meta passen? Weiterhin finde ich es schade, dass ich im normalen Battlefield 2042 mich für Durchbruch oder Eroberung entscheiden muss. Warum muss ich Portal spielen, um eben auf dem Battlefield 2042 Map Team Deathmatch oder Rush zu spielen? Warum bietet Battlefield nicht einfach selbst die Spielmodi an? Über all diese Kritikpunkte kann ich persönlich hinwegsehen, aber je länger ich spiele, umso schlimmer fällt mir das Connection-Problem auf. Natürlich sind die Server broke, überlastet und vieles weiteres, deswegen ist das auch noch ein bisschen schwer zu bewerten. Teilweise connecten Schüsse überhaupt nicht. Oder zumindest nur teilweise. Und wenn sich das nicht schnell ändert, wäre es wirklich frustrierend für mich, da ich dadurch oft Gunfights verliere. Ich glaube, an vielen ist einfach auch vorbeigegangen, dass Battlefield 2042 ein Umfangmonster ist. Insgesamt 13 Maps bietet das Spiel mit 2 bzw. 3 völlig anderen Spielmodis, heißt Battlefield Portal, Hazard Zone und eben All Out Warfare, Spezialisten und Co. Da ist natürlich auch sehr viel Umfang drin und das braucht erstmal Feingefühl. Battlefield 2042 wird genau wie alle Battlefield-Teile eher ein Service-Spiel sein, heißt wird sich von Zeit zu Zeit mit neuen Inhalten auftrumpfen können, verbessern, gepatcht werden, geupdatet werden, man wird routinierter, man weiß mehr und. Eine Anfangszeit so aktuell zu bewerten, maximal haben aktuell Leute, die davon sprechen, gestern Nacht gespielt. Und bevor man Battlefield überhaupt bewerten kann, beziehungsweise ein solches Umfangmonster, muss ich ja erstmal mindestens 50 Stunden im Spiel verbracht haben. Ich würde noch gar keine Meinung darüber fällen, auch ich selber nicht, ob Battlefield 2042 ein super Spiel ist oder ob es schlecht ist. Aber ich finde es jetzt zu diesem Zeitpunkt schlecht zu reden viel zu früh. Genau wie es zu overhypen ist, auch falsch. Also tut mir den Gefallen, Freunde, macht euch lieber selber ein Bild, bevor ihr irgendwelche Stimmen im Internet glaubt. Ich will euch auch gar nicht beeinflussen, das Spiel zu kaufen oder nicht zu kaufen. Guckt meine Streams, guckt meine Videos und macht euch selber ein Bild. Will ich das Spiel haben oder will ich es nicht? Die besten Infos und vor allen Dingen alle Infos zu Battlefield 2042, sei es Server-Einstellungen, Gameplay-Einstellungen, Gameplays an sich und vieles weiteres kriegst du natürlich hier auf dem Kanal. Deswegen gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren.
Wir sehen uns morgen natürlich wieder zu zwei Videos um 14 Uhr zum Streamen. Also, ich freue mich auf euch morgen im Battlefield 2042. Haut rein, euer Swishy.